willst du wohl die Augen verderben bei dem Licht? Aber Papst, das schadet den Augen gar nicht. Das hat man neuerdings in der Medizin rausgefunden. So. Ehefrau in Bogenhausen tot aufgefunden. Na siehst, für mich ist nur hell genug. Jetzt sitzen sie wieder in der Dunkelheit da herin. Es gibt halt Leute, die wollen sich partout das Augenlicht verderben. Wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, Herr Inspektor? Falsch. Das schadet den Augen überhaupt nicht. Wer sagt denn so einen Schmarrn? Die Ärzte, Frau Burgmüller, die Ärzte. Die Ärzte. Also, was war denn das da mit dem Mord? Mord? Naja, mich würde jetzt halt interessieren, was die über die Polizei schreiben. Wo du doch am Weekend gar keinen Dienst nicht hast. Wochenende. Meinetwegen. Wo du dich ein bisschen entspannen sollst. Also, wo ist das? Da ist Herr Kriminalinspektor. Selbstmord möchten Sie also vollkommen ausschließen, Steiner? Ja. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass der Fall von dieser Frau Bertram doch nicht ganz so einfach liegt. Herr Direktor, alles deutet darauf hin, dass die Frau dieses Modefotografen noch weiterleben wollte. Sie hatte sich sogar für Montag zum Friseur angesagt. Ja, sicher, natürlich. Aber naja, auf jeden Fall brauchen Sie noch Hilfe. Ich möchte, dass der Fall so schnell wie möglich geklärt wird. In der letzten Zeit ist in der Presse wieder so viel Kritik an der Polizei laut geworden. Kann ich jetzt gehen? Ja, bitte. Herr Fröschel, können Sie den Inspektor Wendel erreichen? Herr Inspektor Wendel ist mit der ganzen Familie auf Urlaub. Gute Nacht. Nacht. Wie wäre es, wenn wir den Wanninger holen würden? Das ist eine Idee. Ja, Moment. Wanninger haben wir erst letzten Sonntag geholt und vorletzten Sonntag auch. Außerdem, Herr Direktor, der Fall liegt doch so eindeutig. Wir haben zwei Tatverdächtige. Ja, ich weiß ja, Steiner. Ermitteln Sie weiter. Ich vertraue Ihnen ja, das wissen Sie doch. Gut. Gute Nacht. Na? Fröschel, Moment. Herr Direktor? Sie wohnen doch ganz in der Nähe von Wanninger. Ja, so ganz in der Nähe nicht, aber wenn Sie was auszurichten hätten... Nein, ich habe nur gemeint, wenn Sie gerade zufällig vorbeigekommen wären, hätten Sie mir ja von dem Fall Bertram erzählen können. Die eine Tochter vom Wanninger, die Traudl, die hat doch mal was mit Mode zu tun gehabt, oder nicht? Ja, in die Ferien hat sie sich ein bisschen Geld verdient als Mannequin. Ja, naja, es ist nicht so wichtig. Ich habe nur gedacht, wenn Sie gerade zufällig vorbeigekommen wären. Ja, ich glaube schon, dass Sie halt zufällig... Alles dunkel. Nicht einmal am heiligen Sonntag, lassen wir mal in Ruhe. Was geht denn mich das an, dass der Kollege Wendel mit seiner ganzen Familie in Urlaub fährt? Der Herr Direktor Mitter hat ja nur gemeint, wenn sie ihnen nichts ausmachen tät. So, mir macht's aber was aus. Komm, leit einmal. Ein Fotograf ist er. Ja, Modefotograf, Herr Inspektor. So. Ja, der muss aber einen Haufen Geld verdienen, der Herr Fotograf. Nein, seine Frau war sehr reich. Aha. Okay, leit noch mal. Oh, jetzt, endlich. Bitte schön. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Wie Sie wünschen? Ja, wir möchten gern den Herrn Bertram sprechen. Moment. Kennt ich die? Nein, die war damals nicht da. Ach so. Komm. Herr Bertram ist leider nicht zu Hause. Ich weiß auch nicht, wann er wiederkommt. Das ist aber unangenehm. Was machen wir denn da? Wissen Sie, der Herr Bertram wollte nämlich einen Umschlag mit Bildern für uns zurechtlegen. Ja. Vielleicht könnten Sie so nett sein und einmal nachschauen. Heute am Sonntag? Nein. Wie ist denn Ihr Name? Bitte? Burgmüller. Ja, Dr. Burgmüller. Na ja, wenn es Ihnen so passiert, dann schaue ich halt mal nach. Kommen Sie nur rein. Dankeschön, das ist aber nett. Schau mal ins Labor, vielleicht ist es ja dort. Das wäre nett, danke schön. Das ist das Mordzimmer. Da ist gegen so ein bisschen schräg. Hast du dir den Vogelkäfig schon einmal angeschaut, Fröschel? Nein, warum? Also solltest du dir aber alles immer ganz genau anschauen. Wir haben es doch hier mit dem Giftmord zu tun, Herr Inspektor. Vogel magst du wohl nicht. Doch, aber es ist ja kein Vogel mehr da. Ja, und die Deckel überall. Hat sie wahrscheinlich alles selber gesteckt, die Frau Bertram. Tut mir leid, ich kann nichts finden. Das ist aber scharf.
kann man nichts machen. Müssen wir halt noch mal vorbeikommen, wenn der Herr Bertram selber da ist. Ja. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Danke. Wiedersehen. So, Herr Bertram, nun denken Sie noch mal scharf nach. Vielleicht fällt Ihnen doch noch ein, wann Ihre Frau zum letzten Mal beim Friseur war. Ich sage Ihnen doch, meine Frau ging so gut wie nie zum Friseur. Sie konnte es nicht ertragen, unter einer Trockenhaube zu sitzen. Klaustrophobie nennen das die Psychiater, glaube ich. Wollen Sie sonst noch etwas wissen? Nur ein paar Routinefragen. Meine Frau ist tot. Tut mir leid, Herr Bertram. Ihre Frau war für heute 16 Uhr beim Frisiersalon Rebinger angemeldet. Ja, ich bin doch nicht schuld, dass sie nun nicht mehr hingehen kann. Für morgen hatte sie zwei Theaterkarten bestellt. Wer hat Angst vor... Virginia Woolf. Jawohl. Was soll das alles bedeuten? Weil es wahrscheinlich doch kein Selbstmord war, Herr Bertram. Vielleicht Mord? Leider deuten gewisse Indizien darauf hin. Meine Frau war nervenkrank, schwer nervenkrank, Herr Inspektor. Sie hatte bereits zweimal versucht, sich das Leben zu nehmen. Fragen Sie doch im Krankenhaus rechts der Isar. Dieses Fräulein Nina, die ist doch Ihr Lieblingsmodell, nicht? Ja, sie ist mein Lieblingsmodell. Sind Sie mit ihr befreundet? Ich habe beruflich mit ihr zu tun. Außerdem sehe ich nicht ein, was das mit der Sache zu tun haben soll. Ihre Frau schreibt hier in ihrem Tagebuch. Ach, meine Frau war krankhaft eifersüchtig auf Nina. Weil Sie sie dauernd fotografiert haben? Es ist schließlich mein Beruf zu fotografieren. Ich habe sie fotografiert, weil sie mein bestes Modell ist. Ja, sie ist gut, verstehen Sie? Sie ist einfach gut. Mhm. Und deshalb ist sie mein Lieblingsmodell. Sie müssen vielleicht eine Fantasie haben. Offenbar die gleiche wie Ihre Frau Gemahlin. Übrigens ist sie mit einem Chlorid vergiftet worden, das man in Ihrem Labor gefunden hat. Das Chlorid brauche ich zum Entwickeln meiner Filme. Aber Sie wussten, dass es ein schnellwirkendes Gift ist. Natürlich. Warum verhaften Sie mich denn nicht, wenn Sie mich für einen Mörder halten? Das habe ich nicht gesagt. Und wann ich verhafte, das müssen Sie schon mir überlassen. Sie können gehen, Herr Bertram. Das ist die Friedel. Und das da, das ist die Susi Mai. Ich hätte sagen, dass das die Bombe ist. Aber na, das ist die Susi Mai, wenn ich das sage. Und ich sage, es ist die Bombe. Na, die Schokoladenseite von der Susi ist doch die linke. Die hätte sich doch nie so fotografieren lassen. Also gut, meinetwegen, du hast recht. Da siehst du, was ich alles bei dir gelernt habe. Ich möchte nur wissen, was das alles bedeuten soll. Dass du dich plötzlich für Modellkleider interessierst. Okay, die Kleider interessieren mich doch überhaupt nicht. Jetzt habe ich mich schon gefreut, dass ich einmal ein richtig schönes Kleid kriege. Jetzt ist das wegen was ganz anderem. Ich möchte bloß wissen, wegen was. Na, ich habe das doch schon gesagt. Es ist nur wegen der hübschen jungen Damen. Also, Fräulein... Nina. Nina, ja. Fräulein Nina, Sie sind also mit Herrn Bertram immer... gut ausgekommen. Ja, sehr, Herr Inspektor. Er hat mich ja sozusagen entdeckt. Ich meine, für die größeren Sachen. Und was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, für die größeren Sachen? Na ja, so für die größeren Objekte. Eine Kollektion oder so. Mhm. Und was für eine Kollektion? Wissen Sie, Herr Inspektor, am Anfang ist man ja froh, wenn man mal einen Katalog machen kann. Also, Sie würden sagen, dass das Verhältnis zwischen Ihnen und Herrn Bertram ein durchaus gutes... Natürlich. Ich habe ihn immer schon gerne gemocht. Wissen Sie, er ist so ein sympathischer Typ. Nicht so wie die anderen. Seit wann sind Sie also seine Freundin? Seine Freundin war ich nie. Herr Bertram ist verheiratet. Er hat seine Frau geliebt. Ach. Jawohl. Obgleich es der Herr Bertram wirklich nicht leicht gehabt hat mit ihr. Und warum? Warum? Weil sie doch nervenkrank war und überhaupt ein bisschen überspannt. Dauernd hat sie sich um ihren Kanarienvogel gekümmert. Der ging ihr über alles. Vielleicht, weil sie sich von ihrem Mann verlassen fühlte. Sie war einsam und brauchte irgendein Geschöpf. Aber der Jochen hat sich doch immer nur um Sie gekümmert. Fräulein Nina, Sie haben selbst gesagt, dass Sie mit Herrn Bertram ein intimes Verhältnis verbindet. Sie haben selbst gesagt, dass Herr Bertram Sie gewissermaßen entdeckt hat. Herr Inspektor, Sie drehen einem jedes Wort im Mund herum, was man eindeutig zu Protokoll gegeben hat. Und damit Sie es genau wissen, Herr Bertram hat mir nicht einmal eine Cola gezahlt, wenn ich mit ihm ins Café gegangen bin. Unsere Beziehungen waren rein beruflicher Art. Fragen Sie ihn doch selber. Na schön, Fräulein Nina. Fangen wir also noch einmal von vorne an. Ich habe Zeit. Schau schon her. Den hat der Frost erwischt. Na, ich glaube eher, den haben Sie erst eingesetzt. Was? Jetzt im Winter? Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Grüß Gott, Weininger, das ist der Herr Fröschl. Bitte kommen Sie doch rein.
Darf ich? Entschuldigen Sie, ich bin gerade bei Aufnahmen. Das macht nichts. Wir haben Ihre Bilder gesehen im Spechtkatalog. Aha. Eine sehr gute Arbeit. Oh, das hört man immer gern. Ja, wir möchten vielleicht etwas Ähnliches. Aber lassen Sie sich nicht stören, wir haben ja Zeit. Oh, das ist sehr nett. Komm, Betty, komm. Vielleicht schauen Sie sich ein paar Aufnahmen an. Ich habe nur noch 3, 4 Sachen zu machen. Wissen Sie, ich habe die Mädchen bestellt und Geld kosten sie auch. Machen Sie keine Umstände. Wir schauen uns dabei ein bisschen hier um. Gell, Fröschl? Ja. Bitte Zigaretten? Ja, danke. Sie arbeiten auch mit der Susi Mai? Ja, zurzeit eigentlich weniger. Sie hat ein bisschen zu viel zugenommen. Aber ihr Typ ist immer noch en vogue. Aha, die Elke. Aber ich möchte sagen, dass ihr die schwarze Perücke besser steht. Tja, manchmal haben die Kunden eben so ihre Wünsche. Kommt sie das braune Komplett an. Aber das geht wohl jedem so. Man kann sich's nicht immer aussuchen. Und das da? Das ist die Nina, gell? Das ist ein ideales Mädchen. Wir können praktisch alles mit ihr machen. Sogar Brautkleider wirken an ihr immer noch irgendwie faszinierend. Danke. Da schau her. Da. Und da. Aber ich möchte sagen, hier gefällt sie mir am besten. Das ist ja eine reine Verwandlungskünstlerin. Naja, die Reklame verlangt ja heute eine völlig neue Art von Fotografie. Mögen Sie Vögel? Vögel? Nein, wie kommen Sie darauf? Ach so. Ja, das ist jetzt sowieso vorbei. Der Vogel ist vor ein paar Tagen entflogen. Entflogen? So. Ach, meine Frau war ganz verrückt nach dem Vieh. Immer Peterchen, Peterchen, Peterchen. Und dann war er weg. Keine Suchanzeige? Jede Menge Suchanzeigen in 4 Zeitungen mit Belohnung. Nichts. Wäre auch ein Wunder. Naja, es wird sich schon wieder was finden. Ja, vielleicht schenken Sie der Frau Gemahlin einen Hund. Der fliegt nicht weg. Meine Frau ist tot. Oh. Entschuldigung. Schon lang? Letzten Freitag. Ach. Dann sind Sie der Bertram? Ich hab's in der Zeitung gelesen. Ach, das ist doch alles Unfug, was in der Zeitung steht. Sie hat sich das Leben genommen. Aber ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Verstehe. Also los, fangen wir an. Aber dass niemand da war, wo Sie doch Ihr Atelier hier haben. Ich war im Kino. Am helllichten Tag? Ja, ich arbeite viel bei Nacht und da gehe ich oft am Tag ins Kino. In welcher Vorstellung waren Sie denn? Um 4. Mhm. Und gegen 6:30 Uhr sind Sie zurückgekommen und haben Ihre Frau tot aufgefunden? Ja. Aha. Verzeihen Sie, ich weiß nicht, was Sie das alles... Ach so. Deshalb sind Sie mir gleich von Anfang an so komisch vorgekommen. Polizei! Das ist doch wirklich die Höhe! Wenn Sie mich verhören wollen, dann komme ich aufs Präsidium. Aber bitte verschonen Sie mich in meiner Wohnung! Haben Sie wohl das ganze Theater eigens für mich einstudiert? Das sind ja schöne Methoden. Ich muss Sie bitten, sofort mein Haus zu verlassen. Nachdem Sie mich so höflich bitten, gehe ich natürlich. Komm, Fröschl. Hier. Darf ich jetzt wieder gehen, Herr Inspektor? Ich muss doch gleich zur Aufnahme und ich muss vorher noch meine Haare eindrehen. In der Tasse von Frau Bertram, Fräulein Nina, hat man Spuren eines Giftes gefunden. Das gleiche Gift, mit dem sie auch ermordet wurde. Aber ich habe Ihnen doch gesagt, ich weiß nichts von dem Gift. Sie waren am Freitag, also an dem Tag, an dem Frau Bertram ermordet wurde, in der Wohnung der Ermordeten. Wollen Sie diesen Tatbestand ebenfalls abstreiten? Natürlich war ich in der Wohnung der Bertrams. Frau Bertram hatte mich doch zum Kaffee gebeten. Schokolade. In den Tassen waren Reste von Schokolade. Ach, meinetwegen Schokolade. Schokolade oder Kaffee, das ist doch völlig gleichgültig. Frau Bertram hatte mich zum Kaffee gebeten, wenn wir nachher Schokolade getrunken haben, sondern deshalb, weil ich überhaupt zu viel Kaffee trinke. Das ist nicht gesund, das sagt Herr Bertram auch immer. Und Herr Bertram trinkt sowieso immer Schokolade. Mhm. Aber der war gar nicht da an dem Tag, der war weg. Wann waren Sie in der Wohnung von Frau Bertram? So gegen 4. Und es war wohl ein Zufall, dass Herr Bertram gerade nicht da war? Ja,
Darüber bin ich nicht so genau informiert. Er war im Hafen von Hongkong, das hat er mir gesagt. Gehen Sie auch manchmal mit Herrn Bertram in den Hafen von Hongkong, wenn Sie schon so gut Bescheid wissen? Wieso manchmal? Ich war am Montag und ich gehe nicht zweimal. So gut war der Film gar nicht. Der Film? Ja, was glauben denn Sie? Die Vögel stammen von reptilienartigen Vorfahren ab. Was Sie nicht sagen. Ja, natürlich. Man unterscheidet die Flach- und die Kielbrustvögel, je nach Vorhandensein oder Fehlen des Brustbeinkranzes. Ja, das reicht mir schon. Sie wollen doch jetzt sicher Mittag machen. Ich danke schön. Ja, und das Vogel. Wollen Sie jetzt das Vogel mitnehmen? Ja, aber sollte ich mit so einem Viecherl anfangen? Also, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es doch dem Weiberl gegeben, was vorhin da gewesen ist. Das hätte so gern gehabt, das alte Weiberl. Man weiß ja nicht, wo es wohnt, gell? Sonst. Vielleicht kommt's wieder. Nein, die kommt nimmer. Also, auf Wiedersehen. Wollen Sie nicht doch das Vogel mitnehmen? Da geh ernst doch auf. Ich weiß ja nicht, wohin damit. Sie sind ein tierlieber Mensch, das sieht man gleich. Und so ein Vogel braucht viel Liebe und Pflege. Ja, das ist es eben. Na, bei Ihnen hat es gut, das sieht man doch, nicht? Hier fühlt sich's unglücklich. Sehen Sie, wie traurig es reinschaut, das Hansel. Recht, Hans. Ja. Wissen Sie was? Ich schenk's Ihnen das Vogel. Was? Ja, natürlich. Bei Ihnen hat es doch gut. Sie sind doch ein tierlieber Mensch. Schau's, wie Sie es freut und gleich sehen. Ein meines Herren hast du, mein Hansel. Ja, mei, aber. Ja, ich, aber den Käfig, den müssen Sie bezahlen, gell? 30 Magel macht's ja. Ja, und der Futter brauchen Sie auch noch. Macht 31 Magel und 50 aus. So. Aber sonst brauche ich nichts mehr. Doch, die Stichel da. Auf die Nacht zum Zudecken. Also mach 3 Magel, machst zusammen 34 Magel und der 50 Grad aus. Sir. Ich habe nichts. Entschuldigen Sie, Frau Nina. Das sind Sie doch, oder? Ja. Ja, ich wollte Sie nur fragen, ob Sie das Vogel da kennen. Der Herr Bertram war leider nicht daheim und da hat mir das Mädchen Ihre Adresse gesagt. Ach, das Peterchen von der Frau Bertram. Ich habe ja gewusst, das kommt wieder. Ich kann gar nicht verstehen, wieso es entflogen sein sollte. Wollen Sie nicht haben? Jetzt, wo doch die Frau Bertram nicht mehr lebt. Nein, ich will keinen Kanarienvogel. Ich will mit der ganzen Geschichte nichts mehr zu tun haben. Ich habe ein Angebot in Berlin angenommen und reise noch heute. Entschuldigen Sie mich bitte. Bitte. Herr Kollege Wanninger, Sie hier? Ja, grüß Gott. Ja, ich habe mir erlaubt. Na, da haben wir ja noch mal Glück gehabt. Mein Kollege hat Sie wohl gerade noch an der Flucht gehindert. Flucht? Wieso Flucht? Unter den Papieren, die Sie uns überließen, haben wir einen aufschlussreichen Fund gemacht. Leugnen Sie, diesen Brief zu kennen. Frau Bertram weiß alles. Einer, der es gut mit Ihnen meint. Na? Ja, doch, der ist vor ein paar Tagen gekommen. Aber ich weiß nicht, wer den Brief geschrieben hat. So, wollen Sie weiterhin leugnen, mit Herrn Bertram befreundet zu sein? Aber der Brief besagt gar nichts. Das ist ein Irrtum. Bitte glauben Sie mir doch. Glauben? Ist wohl etwas zu viel verlangt. Ich muss Sie ersuchen, mitzukommen. Bin ich verhaftet? Wir müssen Sie leider in Untersuchungshaft nehmen. Hier ist der Haftbefehl. Ich würde Ihnen raten, das Nötigste mitzunehmen. Passen Sie auf Sie auf. Verzeihen Sie, Kollege Wanninger, aber Ihre weiteren Ermittlungen sind nun wohl überflüssig geworden. Das Beweismaterial ist zwingend. Sie meinen den anonymen Brief da? Unter anderem, unter anderem. Tja. Wir werden uns später im Präsidium darüber unterhalten. Ach, übrigens, was wollten Sie hier eigentlich? Ich? Ja, ich wollte das Fräulein fragen, ob sie sich vielleicht für Kanarienvögel interessiert. Jetzt hat's mir's nicht sagen können, weil Sie dazwischen gekommen sind. Schon so früh? Ja, und was bringen Sie mir denn da? Ein Vogel. Ein Vogel? Jawohl, einen Vogel. Sie wollen einen aber schon pensionieren lassen. Also jetzt reden Sie nicht lang, bringen Sie lieber ein bisschen Wasser. Nein, das tue ich dir nicht. Nur über meine Leiche. Ein Vogel. Ja, was glauben Sie denn, was für ein Viecherl gleich für einen Dreck hermachen tät? Und was die nachher alles fressen? Nein. Und überhaupt, wenn Sie mich fragen. Ich frage Sie aber nicht. Geh. Das ist doch eine einzige Tierquälerei. So ein eingesperrtes Viecherl. Was ist denn das für ein Vogel? Kanarienvogel. So. Eine Kanari. Eingesperrt. Also wissen Sie, Inspektor, das hätte ich nicht von Ihnen gedacht. Nein. Also lang tue ich das nicht. Nein. Also jetzt lassen Sie ihn doch in Ruhe sein Brotzeit fressen. Ich lasse ihn dann sowieso gleich wieder fliegen. Was fliegen lassen?
Ein Kanari täten Sie fliegen lassen. Ja, soll ihn vielleicht laufen lassen. Geh! Also ich sag's doch, die Mannsbieter haben doch keine Vernunft nicht. Fliegen lassen. Da können Sie mir ja lieber gleich ein Haus rumdrehen. Was glauben Sie, wie der verhungern tät? Oder der frieren? Oder der Bussard tät und fressen draußen? Ach, geht das, was doch jedes kleine Kind. Was haben Sie gesagt, Frau Burgmüller? Was ich gesagt hab? Was hab ich gesagt? Ich hab nur gesagt, dass... Ich bin gleich wieder zurück. Jans Vogel! Und Sie sagen, der Fall stünde kurz vor dem Abschluss. Wir haben zwar noch kein Geständnis, Herr Direktor, aber die Indizien sprechen so eindeutig gegen die Tatverdächtige. Und was sagt der Werninger dazu? Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll, Herr Direktor. Ich mache mir ernste Sorgen um ihn. Wieso? Er läuft mit einem Vogelbauer rum und fragt alle Leute, ob sie Kanarienvögel mögen. Was? Ja, Sie kennen doch unseren Werninger. Wenn der sowas macht, dann weiß er wahrscheinlich auch ganz genau, warum. Aber Kanarienvögel, Herr Direktor! Was dem bloß fehlt? Wir graben halt einmal aus, dann werden wir es gleich sehen. Ja, hast du keine Schaufel? So, grab halt. Da, verrückt. Ja, grab nur weiter, vielleicht findest du noch was. Ja, grab nur weiter. Wie lange soll ich denn da noch graben? Bis du was findest. Ja. Ui. Ein Vogel. Auch verrückt. Gell? Und auf dem Titel steht was drauf. Gestickt. Also, Fräulein Nina, dieses Leugnen hat doch keinen Sinn mehr. Die Indizien sind so eindeutig. Darf ich mal stellen, Herr Kollege? Ja, was gibt's denn, Manninger? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Dame da unschuldig ist. Kommen Sie mal. Und wie wollen Sie das beweisen? Mit der Obduktion. Was denn für eine Obduktion? Na, von dem Vogel da. Aber Herr Kollege, es war ein Selbstmord. Also doch. Mein lieber Werninger, das ist doch Ihre Theorie. Ha? Die Frau Bertram hat doch schon mehrere Selbstmordversuche hinter sich. Ja, ja. Ja, das wissen wir doch. Natürlich. Sie war doch krank vor lauter Eifersucht. So was gibt's. Ja. Zuletzt war sie eifersüchtig auf das Fräulein Nina. Und um sich an ihr zu rächen, hat sie den Mordverdacht auf sich gelenkt. Und die Polizei ist ja auch drauf reingefallen. Also muss ich doch sehr bitten, Herr Kollege, wenn das Ihre Beweisführung ist. Na ja, also, dass die Frau Bertram das Fräulein Nina zum Kaffee eingeladen hat, na, und dass sie ihr den anonymen Brief geschrieben hat, das war doch alles ganz gut gemacht. Auch alle diese erfundenen Tatsachen da angeblich in ihrem Tagebuch. Aber sie war doch auch beim Friseur angemeldet und die Theaterkarten, das sind doch Tatsachen, Werninger. Ja, ja, aber dann hat sie eben doch einen Fehler reingebracht, gell? Sie hat nämlich überall rum erzählt, dass ihr Kanarienvogel entflogen sei. Ja, das hat sie mir gesagt. Tja, das war falsch. Also, wie wollen Sie denn das beweisen? Damit. Schatz, der Vogel war doch so zahm, dass der Bertram sogar im Freien Modeaufnahmen mit ihm hat machen können. Der wäre doch nie entflogen. Aber dieser Vogel war auch der einzige Freund von der Frau Bertram. Darum wollte sie ihn nicht allein zurücklassen. Na, der wäre ja elend zugrund gegangen. Das weiß doch jedes Kind. Und deshalb hat sie ihn vergiftet. Übrigens mit dem gleichen Gift, das sie dann selber genommen hat. Tja, sie hat ihn begraben in ihrem eigenen Garten. Aber das ist doch Theorie. Eine zwar sehr hübsche, aber doch kein Beweis. So. Na, und das Tüchel da, ja, in dem das Pederli eingewickelt war. Ich lasse dich nicht allein zurück, steht drauf. Gestickt. Wir sind Ihnen alle zu großem Dank verpflichtet, Werninger. Wenn Sie nicht gewesen wären und Ihr komischer Vogel da... Ja. Ja, wenn ich jetzt bloß wüsste, was ich mit dem Viecherl anfangen soll. Bei mir daheim kann er nicht brauchen. Und der Fröschel, der will ihn auch nicht. Sind Sie mir nicht böse, Inspektor, aber meine Hausfrau. Ja, vielleicht mögen Sie einen Vogel, Herr Direktor. Na, danke schön, ich hab schon einen. Aber das wäre doch sicher was für einen Herrn Steiner. Aber, Herr Direktor, ja, wieso? Mögen Sie vielleicht keine Tiere? Doch schon, aber... Na also!